mag sein, Lance Butters, ab geht die Luzi. Den ersten Lance Butters Song, Es zieht, ich zieh, fand ich überragend gut. Danach, auch wenn ich schon so viel verpasst hab, ich weiß nicht genau, wie das heißt, Weißer Rauch, fand ich, die Hook hat mir aus der Seele gesprochen, die Thematik, die er behandelt, hat mir aus der Seele gesprochen, fand ich aber nicht, dass sein Rap mit dem Beat und der Thematik so zusammengepasst hat, so, das hat mich ein bisschen gestört. Trotzdem ist meine Erwartung, die ich an Lance Butters habe, komplett hoch, also ihr habt mich da wirklich angefixt. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4. Vielen Dank, Digga, für Professor Dr. Mechorny. Vielen Dank für dein Abonnement auf Stufe 1. Yes, yes, yo. Lance Butters hat bei mir auf jeden Fall, ihr habt mich damit gekitzelt so. Ich bin auf jeden Fall neugierig und gespannt, was da jetzt kommt. Hat kein Video, so wie es aussieht. Ziehen wir uns rein. Yes, yo. Warte mal, ganz kurz. Sakul 96. Lance meinte, er kennt dich aus der RBA. Wo hat er das gesagt? Wie heißt denn Lance in der RBA? Also wenn er mich kennt, dann wäre es ziemlich naheliegend, wenn ich ihn auch aus der RBA kenne. Ich habe ihn gar nicht mehr auf dem Schirm, aber fühle ich mich auf jeden Fall geehrt und freut mich, dass er mich aus der RBA kennt. Hat er in seinem Twitch-Stream gesagt, okay. Naja, cool, Alter, das freut mich. Das freut mich wirklich. Oh, nice. Ja, ich komm nicht mehr klar, ist mir klar, ja, ich weiß das. Sollte in dem Zustand lieber pennen, aber bleib wach. Schreib nachts, wenn niemand da ist, die Wahrheit. Tagsüber fehlt durch den Lärm da die Klarheit. Ich muss noch... Ja, es ist halt, also ich weiß nicht, wieso ein Rapper so jahrelang an mir vorbeilaufen konnte. Gerade weil er eine Thematik behandelt und eine Wortwahl hat und die Dinge halt so beim Namen nennt, das mag ich halt so. Natürlich ist es auch im Rap so eine Kunst, so die Dinge zu umschmücken, so mag man auch, so dass man nicht direkt weiß, wovon gesprochen wird, sondern dass man so da drauf geschubst wird, ne? Und aber bei Lance, ich mag einfach, dass er das so total, er spricht die Dinge halt einfach so an und packt sie aber in so einen durchweg anspruchsvollen Flow, muss man wirklich sagen. Also ich glaube, dass viele Probleme haben könnten, dem zu folgen so. Aber alles in allem spricht mir das halt direkt wieder aus der Seele. Was soll ich sagen so? Ich fühle mich bei ihm, wenn ich ihn manchmal rappen höre, so als guckt er mir von hinten über die Schulter in meine Karten so. Es ist halt wirklich so. Sollte in dem Zustand lieber pennen, aber bleib wach. Schreib nachts, wenn niemand da ist, die Wahrheit. Tagsüber fehlt durch den Lärm da die Klarheit. Ich muss noch ein, zwei Dinge abhaken, bevor ich für immer verschwinde. Diese Dinge sind tief in mir drin, seh keinen tieferen Sinn, wofür sind wir bestimmt? Für buckeln und buckeln und buckeln und abends nach Haus kommen, auf gar nichts mehr Lust haben, auf nur noch Routine. Arbeit wurde Musik, ja, ich zog dieses los und bekam eine Niete, hab mies verdient. Digga, ich weiß gar nicht, wann ich Stopp drücken soll, weil er mich mit jeder darauffolgenden Line wieder catcht, so. Buckeln und buckeln und buckeln. Glaub mir, wenn ich meine ganzen Texte raushauen würde, die ich darüber schreibe, dass ich keinen Bock habe, ein Sklave zu sein, sondern anstelle von einem Sklave lieber ein Hustler bin mein Leben lang und keinen Bock mehr habe, mich irgendwo zu knechten zu lassen, so. Und da würde ich nur noch Tracks darüber schreiben, so. Deswegen ist es für mich auch eine Thematik, die er da anspricht, die bei mir komplett präsent ist, so. Das fühle ich schon, aber ich fühle auch den ganzen anderen Scheiß. Einen tieferen Sinn, wofür sind wir bestimmt? Für buckeln und buckeln und buckeln und buckeln. Abends nach Haus kommen, auf gar nichts mehr Lust haben, auf nur noch Routine. Sind wir dafür bestimmt? Meine Sicht, ich find's nicht. Und ich glaube auch nicht, dass er das so sieht, sondern ich glaube, dass er das nur so anspricht, um sich dagegen irgendwie zu setzen. Um sich dagegen zu widersetzen, dem Ganzen so. Wofür sind wir bestimmt auf buckeln, 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 buckeln und abends nach Hause zu kommen, auf nichts mehr Lust haben und das Ganze entwickelt sich zu einer Routine so. Dass man arbeiten geht, damit man am nächsten Tag genug Geld hat, um auf die Arbeit zu kommen so. Digga, ich kann für jeden verstehen, ich finde es auch für jeden gut, der das als seinen Lebenssinn sieht und ich beneide auch viele darum, die das so einfach haben, die so sagen, naja gut, ich lebe dieses Leben, dieses 0815, dieses Leben, was man leben muss, lebe ich, ey, jedem, wie er will so, aber für mich ist es halt so, ich lebe da wie in so einer Parallelwelt, Digga, für mich, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, für mich ist das nicht das Leben so.
Ich habe es jahrelang versucht. Ich bin in der Klapsmühle gelandet, Alter, Schluck Antidepressiva und kann manchmal kaum rausgehen, weil ich so viel Angst habe vor allem möglichen Scheiße und vor dem ganzen Leistungsdruck und vor den ganzen gefährlichen Dingen und Hürden und Prüfungen und alles, was da draußen von einem erwartet wird, was vor der Tür wartet. So, Digga, da bleibe ich lieber zu Hause und mach Mucke, Alter, und versuche alles in diese Selbstständigkeit zu legen. Und ich danke den guten Geistern dafür, dass ich an diesem Punkt bin, dass es wirklich abzusehen ist, dass ich diesen Traum leben kann. So, aber für jeden anderen, so wirklich, ich kann da jeden verstehen, der zerbricht, Alter, ohne Spaß, Alter. So, kurze Real Talk Phase, Ende der Durchsage. Buckeln und abends nach Haus kommen, auf gar nichts mehr Lust haben, auf nur noch Routine. Arbeit wurde Musik, ja, ich zog dieses los und bekam eine Niete. Ja, ich bekam, ich zog dieses los und bekam eine Niete. Arbeit wurde Musik, ja, ich zog dieses los und bekam eine Niete. Hab mies verdient, dann kam Jahre, die nicht liefen. Und jetzt steh ich schlechter da als vor meinen ersten EPs, verlor Energie. Oh, okay, aber da spricht ja eine andere Thematik an, mit der ich nicht mitreden kann, weil bei mir bin ich noch auf dem aufsteigenden Ast, so was das Rap-Ding angeht. Lance, ich weiß auch nicht, wie alt er ist, aber scheinbar hatte er schon mal so ein etwas höheres Hoch in seiner Rap-Karriere und war dann irgendwann auf dem absteigenden Ast und darüber rappt er gerade. Kann ich mich jetzt das erste Mal nicht so mit identifizieren, aber allein trotzdem, dass jemand in seine Raps so viel Wahrheit packt und seine ganzen Struggles und Hustles verarbeitet, finde ich immer geil und ist immer ein Lob wert, Alter. Aber die nicht liefen und jetzt stehe ich schlechter da als vor meinen ersten EPs. Verlor Energie von Release zu Release, hatte da nicht viel, doch was hab ich jetzt, Mann? Ich bin immer noch nicht sesshaft. Wie soll ich mich zurücklehnen, wenn ich Stress hab? Ja, ja, in ein paar Jahren wird's besser. Bin immer noch nicht sesshaft. Wie soll ich mich zurücklehnen, wenn ich Stress hab? Ja, ja, in ein paar Jahren wird's besser. Ja, es ist einfach dope, Digga. Das ist so. Manchmal sage ich mir auch, und da hat mir Curse letztens wirklich geholfen. Ich weiß, Curse ist für viele von euch oder für viele Menschen, ein sehr intelligenter, wichtiger, kluger Kopf. Und für manch andere ist es ein Esoteriker fast schon, ja, der zu viel hier in irgendwie, ja, oh, wir rufen die Geister herbei, alles ist gut und so, ne? Bisschen too much. Aber Curse hat letztens gesagt, er hat ein Video hochgeladen auf Instagram, wo er gesagt hat, irgendwie so, ich kann es nicht genau wiedergeben, nur so die Message halt davon, ne? Wo er irgendwie sagt, kümmere dich um dich, sei du selbst, nimm dir Zeit für dich, genau dann, wenn du dir es eigentlich nicht erlauben darfst. Und das sind so Sachen, Digga, das ist wie, als würde jemand den ganzen Druck, der in meinem Brustkorb sitzt, aufstechen mit einem Messer und dieser ganze Druck wird rausgehen und ich habe so das Gefühl, danke. Weil ich habe nie, oder mittlerweile schon, weil ich auch Wege und Methoden entwickelt habe, um mich da ein bisschen mehr zu relaxen, so mit Meditation und so, ne? Aber manchmal sitze ich wirklich hier und ich denke mir so, nein, 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 du bist auf dem Weg so zur Selbstständigkeit, du machst halt YouTube, Twitch, Rap-Tutorial, Mucke, Beats bauen, du machst es alles so, ne? Du hast viele Standbeine so, alle sind laufend gut, Erfolge sind auch nicht so, ne? Nicht, dass ich nur deswegen das mache, so, das dürft ihr nicht verstehen, muss ich eigentlich gar nicht erwähnen, weil jeder, der mein Gefühl und Emotionen gegenüber der ganzen Sache kennt, der würde mich niemals damit fronten, dass ich das Ganze wegen Kohle oder so einen Scheiß mache, ne? Aber natürlich braucht man Kohle, um zu leben, blabliblub. Und dieser Stress, den ich da manchmal habe, ist, dass ich mir selber gar nie gönne oder mir mal sage, Digga, relax einfach mal. Relax einfach mal. Digga, ich bin manchmal, für mich, es gibt auch keinen Samstag und Sonntag so. Für mich, natürlich jetzt, ja, du kannst jeden Tag ausschlafen und so. Fuck, Alter. Ich schlaf nicht aus, Digga. Ich kann nicht mal, sobald ich annähernd ein bisschen aus meiner Tiefschlafphase aufwache, geht's direkt los. Boom, los geht's. On the run, rüber, 5.30 Uhr, hier am Mac sitzen, Beats bauen, Videos schneiden, Mucke machen. Geht halt direkt los, oder? Und deswegen, um die Pointe gerade wieder schließen zu können, finde ich auch so Sätze, die er da gerade kickt, sehr interessant und treffen mich. Immer noch nicht sesshaft. Wie soll ich mich zurücklehnen, wenn ich Stress hab? Wie soll ich mich zurücklehnen, wenn ich Stress hab? Die Zeile trifft mich, auch wenn ich mittlerweile eine Methode gefunden habe, um mich zurückzulehnen, auch wenn ich Stress hab.
Zum Beispiel jetzt. Ja, ja, in ein paar Jahren wird's besser. Hab ich mal gesagt, nur hat sich nichts dran getan. Und jetzt schau mich an, ich bin komplett am Arsch. Hab ich nicht auch gesagt, dass ich klüger als die alle bin? Was ist los? Mittlerweile schmeiß ich alles hin. Musikgeschmack, den Lance an den Tag legt, also dieser Klang von seinen Tracks und so, ist schon immer, ist schon außergewöhnlich, hat auf jeden Fall Wiedererkennungswert. Also mittlerweile würde ich ihn auf jeden Fall wiedererkennen. Definitiv, wenn ich ihn irgendwo, wenn du mir 10 Rapper hinstellst und einer von denen ist Lance Butters, ich würde ihn auf jeden Fall wiedererkennen. Und das ist auch schon immer so ein gutes Zeichen halt so, ne? Wenn du mir die ganzen anderen Rapper da hinstellst, Dicker, keine Ahnung, Alter, würde ich raten, Alter, der heißt Xero. Ja, richtig. Dass ich klüger als die alle bin. Was ist los? Mittlerweile schmeiß ich alles hin. Bin nicht depressiv, reflektier nur pessimistisch. In der Hoffnung, dass mich das alles einfach irgendwie halt nicht trifft. Einfach nur das Leben genießen. Das sind die geilsten. Und ich habe auch so, meine Freundin ist zum Beispiel so eine. Und deswegen ergänzen wir uns auch so gut, ne? Weil ich bin so der Denker, der Grübler, der Analytiker, der immer alles ausmalt. So, was passiert, wenn das passiert? Da fahren wir morgen dahin, das muss da, so, das so, ne? Und meine Freundin ist einfach so, ey, ich habe ein Erdbeereis heute Morgen gegessen. Ist doch alles gut so, was ist denn los? Die ist so, hä? Habe wegen dir Sifma und meiner Freundin abgesagt. Digga. Ehre in der Haus, ja. Einmal Hashtag Ehre in den Chat. Digga, musst du nicht machen. Geh zu deiner Freundin. Ich bin noch oft live, Alter. Ohne Spaß. Mach dir keinen Stress, Digga. Ohne Spaß, geh zu deiner Freundin, Alter. Oder guck bei deiner Freundin. mein Stream, Digga. In der Hoffnung, dass mich das alles einfach irgendwie halt nicht trifft. Ja, ich bin ignorant, ja, ich weiß es. Scheißdreck drängte mich in eine Scheinwelt. Nein, kein Eins. Scheißdreck drängte mich in eine Scheinwelt. Ist auf jeden Fall so, was das Beherrschen des Taktes angeht. Und so ist Lance Butters auch auf jeden Fall krass. Hat einen ganz eigenen Flow, so der viel mit Zeilensprüngen arbeitet und oft Wörter langzieht und Reime an ungewöhnlichen Stellen platziert und so. Ist aber sein ganz eigenes Bild, finde ich aber gut. Dass mich das alles einfach irgendwie halt nicht trifft. Ja, ich bin ignorant, ja, ich weiß es. Scheißdreck drängte mich in eine Scheinwelt. Nein, kein einzigen, den ich hier reinlass. Hab's doch versucht, bin gescheitert. Das geht nicht mehr weiter. Ja, es ist, Digga, ich könnte jetzt wirklich zu jeder Scheiße, die er da sagt, wirklich eine Story of my life erzählen, so, ne? Auch zu der Zeile, die er jetzt hier sagt. Den ich hier reinlass. Hab's doch versucht, bin gescheitert. Keinen, den ich in meine Scheinwelt hier reinlass. Hab's doch versucht, bin gescheitert. Und das sind immer wieder, das ist wie so ein Steh-auf-Menschen. Weil auch so, ich meine, ich kann's nicht besser erklären als alle, als viele, aber ich kann's bestimmt besser erklären als manche. Da ich selber diese Thematik mit Psyche und Klinik da, Antidepressivum hier, Antidepressivum da, Therapie da, hier, bla, blub, blub. Ist es schon so, oft bei mir so ein ewiges Steh-auf-Menschen. Auch diese Thematik, so dieses jemanden da reinlassen. Ich meine, ich bin ich bin schon die letzten Jahre wirklich auf einem guten Weg. So auch gerade, also seitdem ich meine neue Freundin habe und so, ist bei mir alles safe, Digga. Aber es ist auch, ich habe schon manchmal noch Phasen, so, wo ich wirklich so denke, ey, ich bin komplett anders. Ich bin komplett anders, so, ne? Und dann gehe ich beispielsweise in dem Modus, den ich habe, so, wo es wieder grübelt, kribbelt, wo ich einfach so in einem ganz anderen, der ist manchmal gar nicht, das ist nicht zwangsweise immer dieser Depri-Modus, sondern das ist einfach so anders irgendwie, so, dass ich das Gefühl habe, ich passe da nicht rein, ich bin einfach anders, so, ne? Und wenn ich in dem Modus zu meinen besten Freunden nach Hause gehe, fühle ich mich selbst bei meinen besten Freunden manchmal nicht wohl. Und deswegen fühle ich diese Zeile, die er sagt, so. In meine Scheinwelt, in die ich keinen reinlasse. Hab's doch versucht, bin gescheitert. Und dann sitze ich bei meinen Kumpels und denke mir so irgendwie so unwohl. Ah, Digga, alles so, die ganzen Themen, die du ansprichst, so nicht meins. So, lass mir meine Ruhe, gib mir mein Keyboard, ich will Beat bauen, so, komm, ich geh heim, ja, okay. Ja, deswegen fühle ich das auch hier, Digga. Das geht nicht mehr weiter. Ab einem Punkt ist vorbei. Ich glaub, dass ich ihn jetzt erreicht hab. Kein Spaß. Tut bloß nicht so, als wäre es jetzt was Neues. Als hätte ich's nicht immer wieder angedeutet. Und ja, es geht jetzt schon so arg in diese depressive Richtung. Es ist so, natürlich darfst du nicht vergessen, dass Musik Entertainment ist. So, und deswegen kackt mein Chat ab, ne. Ja, aber es ist für mich so,
selbst bei Schissmann, den ich früher gehört habe, der auch davon erzählt hat, dass er irgendwie darüber nachdenkt, sich das und das und das anzutun, da Klicker schmeißt und da Pillen und sonst was, ne? Gab es manchmal so den Grad, wo es mir so ein bisschen too much wird halt so, ne? Und wenn er jetzt so da anfängt mit, ey, keine Ahnung, ich hab's doch angedeutet, so, ne? Das... Ja. Es jetzt was Neues, als hätte ich's nicht immer wieder angedeutet. Und obwohl es vielleicht auch gar nicht in diese Suizidrichtung geht, sondern vielleicht einfach nur, dass, nix, dass er nicht ganz normal ist, so hat er schon oft angedeutet. So. Und man sollte jetzt nicht denken, dass das was Neues wäre. Vielleicht ist es auch so gemeint. Ich hoffe, dass meine Jungs das verstehen. Oh, jetzt wird's wieder interessant. Hört ich immer schon. Wieder angedeutet. Und ich hoffe, dass meine Jungs das verstehen. Scheiß auf die Fans, meine Jungs sollen's verstehen. Dass ich eines Tages, wenn ich dann gehe, abgewogen hab zwischen Leben und nicht Leben, seh mich nen Strick nehmen, nah ans Genick legen und da dann ersticken, zappeln noch kurz und dann ist dann nichts mehr, was mal war, ist Geschichte, mein Erbe vernichtet die. Okay, Digga, das ist mir fast schon wieder eine Nummer too much, sag ich dir ganz ehrlich, weil ich finde, wenn du sowas so erzählst und auf so jetzt auch auf Tape ballerst und so, ne, auf Aufnahme so festhältst und so, ne, da gibst du, sollte er sich wirklich, was ich jetzt nicht glaube, ne, sollte er sich wirklich umbringen, das Leben nehmen, ne, dann gibst du allen Leuten, die diesen Track gehört haben, ein schlechtes Gefühl. Weil alle irgendwie denken, scheiße, Mann, der hat da doch drüber gerappt und tralala, ne. Ich finde sowas, ich meine, ich will auch nicht sagen, schweige bei sowas so. Also, klar, Dicker, so, es gibt so viele Hilfenummern, Telefonnummern, Hilfestationen, Einrichtungen, sonst was, jeden da draußen, ich will keine Gruppensitzung hier draus machen und hier so tief in die therapeutische Grube gehen und so, ne, aber ich kann euch nur aus tiefster Erfahrung und aus vollster Überzeugung sagen, dass wenn ihr Probleme mit irgendwas habt, redet, holt euch Hilfe, schämt euch nicht, tut es so. Ich weiß noch, wie ich mich da anfangs gesträubt habe, so von wegen, na, ich bin doch nicht blöd, meine Mutter irgendwann zum Jugendpsychologen gegangen und so, ich nicht hingegangen, nur diese Scheiße, also ich schäme mich, ich bin da nicht blöd und so und, ne, und heute sage ich, wirklich aus tiefster Überzeugung, ihr wisst, ich bin ein Siffmaul, ich bin ein Schlappmaul, ich würde alles lächerlich machen, was mir nicht zusagt, ich bin, soweit ich mich selber einschätze, eine ehrliche Haut und ich würde euch sagen, wenn es scheiße wäre, wenn ihr Probleme habt, redet drüber, holt euch Hilfe. Deswegen auf jeden Fall drüber reden ist richtig. Ich will niemand sagen, wenn du Selbstmordgedanken hast oder so, sag's nicht. Aber so, das so in den Track zu packen, ist mir persönlich eine Nummer zu düster. Ist aber natürlich auch Geschmackssache, aber für mich, mir gibt es einen schlechten Vibe. Nehmen, nah ans Genick legen und da dann ersticken, zappeln noch kurz und dann ist dann nichts mehr, was mal war, ist Geschichte, mein Erbe vernichtet, die Freunde kommen klar ohne mich, yeah, gib ihnen nur paar Jahre, ich bin mir sicher, konnt nichts dafür. Hardcore, Digga. Die Freunde kommen klar ohne mich, ja, gib ihnen nur paar Jahre, ich bin mir sicher. Es ist traurig so, weil wenn ich mir jetzt überlege, so wirklich so, ich meine, ich sag euch auch noch was, ich war wirklich so, für mich war ich am Boden, ich war auf dem tiefsten Punkt meiner Psyche so, ich war komplett am Ende so, Angst, Depression, das Grauen so, ne, für mich gab's kein Tiefer mehr, Tiefer wäre für mich tot gewesen so, ich wüsste nicht, wie soll's, in der Lage, wie ich mich fühle, Digga, wie soll's tiefer aussehen, Alter, was, das ist eine Welt, die gibt's nicht, Digga, das muss der Tod sein so, und trotzdem, ne, also ich will nicht sagen, dass es nichts tiefer gab, aber für mich gab es nicht tiefer, so nichts tiefer. Und trotzdem hatte ich nie so Suizidgedanken. Also ich hatte nie so das Gefühl, ich will mich wirklich umbringen. So. Und das macht mich jetzt aber traurig so aus einer anderen Sicht, weil ich denke, ey, die ganzen Freunde, die man hat, und das ist ja auch ein schnelllebiges Leben, so an jeder Ecke kommt irgendjemand Neues, so tralala, und man läuft zu seinem Stellenwert so hinterher, ne? Man will einen Stellenwert haben, man will für Freunde was Besonderes sein, man will für Menschen was Besonderes sein, ne? Und deswegen macht mich das traurig so, weil ich jetzt, auch wenn es gar nicht bei mir mit der Thematik Selbstmord zu tun hat, so, stelle ich mir so vielleicht jetzt die Frage, weil ich ein Grübler bin und Denker bin und sowieso über viel zu viel Scheiße nachdenke, die Frage, ja, würden mich eigentlich meine Freunde vermissen so? Weiß ich nicht, ich gehe schwer davon aus, aber man weiß nie, Digga, so, ne? Konnt nichts da.
ohne mich, yeah, gib ihm nur paar Jahre, ich bin mir sicher. Konnt nichts dafür, wuchs in mir wie ein Geschwür. Jetzt steh ich da und verriegel die Tür. Schließt sie ab, kommt nicht rein hier. Behaltet mich nicht in eurem Kopf als ein Feigling. Hab bei weitem getan, wie es verlangt war. Keine lieben Worte vor meinem Abgang, nur das, Mann. Ich verfluche mein. Ich sag's je. Ja, es ist krass, Alter. Also es läuft auf jeden Fall nicht spurlos an einem vorbei. Lieben Worte vor meinem Abgang, nur das, Mann. Ich verfluche mein. Ich sag's jeden Tag doch. Ich hasse das, nur das, Mann. Ich verfluche mein. Ich sag's jeden Tag. Wen meint er da? Was wird da ausgepiept? Stehe ich vielleicht auf dem Schlauch? Sag mal, was wird hier ausgepiept? Die Lance Butters-Fans wissen das doch. Ja, ich wollte auch gerade sagen, es hört sich echt nach Bruder an, gell? Ich wollte auch sagen, es hört sich echt nach Bruder an, Alter. Worte vor meinem Abgang, nur das, Mann. Ich verfluche mein. Ich sag's jeden Tag doch. Ich hasse, dass er nicht klarkommt, dass er sich nicht meldet. Und wenn will er Geld haben, was 7 Jahre fortan ein Star jetzt wieder wecker. Wegen dir kann oft nicht pennen. Hast du dran. Krass, es ist einfach krass und ich finde auch, er geht da trotzdem mit einem guten Beispiel voran, so auch gerade was dieses Rap-Ding betrifft, so. Du fährst eigentlich nie falsch, wenn du das, was du denkst, wenn du dein Hustle und Struggle und all dein Leiden und Grübelei, Debris, blabli, blub, alle deine Gedanken aufs Blatt Papier bringst, so. Und er bringt es halt wirklich, er bringt es so ungefiltert raus, so. Er macht sich da gar nicht den Kopf groß drüber, wie er es ausdrückt, sondern er sagt einfach, ich hasse es, dass du dich nicht meldest und wenn doch, dann willst du das Geld. Er packt es so in die Zeilen, wie er mit seinem Bruder reden würde. So, versteht ihr, wie ich meine? Und das finde ich einfach gut. Das ist echt, das ist griffig, authentisch. Fortan ein Star jetzt wieder weg. Ich fluche mein. Ich sag's jeden Tag doch. Ich hasse, dass er nicht klarkommt, dass er sich nicht meldet. Und wenn will er Geld haben, was 7 Jahre fortan ein Star jetzt wieder wecker. Wegen dir kann oft nicht pennen. Was sagt er beim zweiten? Pieps, Mama. Okay. 7 Jahre fortan ein Star jetzt wieder wecker. Wegen dir kann oft nicht pennen. Hast du dran gedacht, Mann, dass sich ständig fragt, was bei dir nur falsch gemacht hat? Okay, Digga, jetzt wird's zu viel, aber es geht um seine Mama und seinen Bruder. Hast du dran gedacht, Mann, dass sie sich ständig fragt, was sie bei dir nur falsch gemacht hat? Dass Mama sich ständig fragt, was sie bei dir nur falsch gemacht hat? Pen. Hast du dran gedacht, Mann, dass sie sich ständig fragt, was sie bei dir nur falsch gemacht hat? Ist dir wohl alles scheißegal, doch nicht nur dir ist die ganze Kacke damals widerfahren, auch ich verlor unser. Boah, Digga, es wird zu krass deep, Digga, hör mal auf, Alter. Nicht nur dir ist die Scheiße widerfahren, auch ich verlor unseren Vater. Digga, das ist. What? Hör mal auf, Alter. Also, es ist krass halt. Ich find's mutig. Ich find's mutig und ich zieh den Hut vor dem Mut, so das auf Texte zu legen. Aber jetzt weiß ich, wie sich die Leute fühlen, die mir auf Insta oder wo auch immer schreiben, ey, Chiki, ich find's krass, dass du deine Lyrics, die so, wie du das alles in den Text packst, diese Ehrlichkeit und so, ich find's krass. Und jetzt fühle ich mich auch so. Ich find's krass, dass er das alles so komplett rausballert, Alter, und seinen Hörern so diesen Einblick gewährt, ne? Nur dir ist die ganze bei dir nur falsch gemacht hat. Ist dir wohl alles scheißegal, doch nicht nur dir ist die ganze Kacke damals widerfahren. Auch ich verlor unser. Erinnere mich an diesen Tag, als man mich abholte von der Arbeit. Ich denke an die Fahrt, wie ich da schon geahnt hab. Doch muss der dich jetzt wirklich verarzten. Solltest nicht du schon geahnt hab. Doch. Das ist so krass, auch wie er das jetzt hier beschreibt. Und ich glaube ihm echt genauso, wie er da bei der Fahrt hinten drin saß und es schon geahnt hat und so. Das ist krass. Muss dich erarbeiten, ich denke an die Fahrt, wie es da schon geahnt hat. Doch muss dich jetzt wirklich verarzten, solltest nicht du da sein, ein Pfad weisen. Zu Liebe einfach weiter am Start bleiben, um dich reichen anscheinend keine Part sein. Begreifst du es ja da an meinem Grabstein? Mag sein. Digga, das ist eine heftige Nummer, Alter. Ohne Spaß, das ist wirklich heftig, Alter. Das ist wirklich heftig. Ich meine, auch das mit dem Auspiepsen und so. Ich meine, prinzipiell weiß jeder, wovon er redet. Sogar ich, der überhaupt die Familienkonstellation von ihm nicht kennt, hat direkt geahnt, dass es um seinen Bruder geht, so um seine Mom und Vater und so, ne? Gibt dem Ganzen natürlich noch was Ungewöhnlicheres. Nee, nicht ungewöhnlich, aber sowas
was Geheimnisvolleres, was Krasseres, wenn diese Dinger da so ausgepiepst werden. So, da hast du gleich das Gefühl, okay, der sagt da was richtig Schlimmes und so, ne? Auf jeden Fall krasse Nummer, zieh ich den Hut vor, so ehrlich und so die Wahrheit ungeschmiert aufs Blatt zu bringen und seine Sorgen so frei rauszuknallen, Alter. Finde ich richtig gut. Lance Butters, der dritte Song von ihm, der mich wirklich, wirklich erstaunt.